Im Frühling beginnt das Leben im Freien. Wir gehen jetzt raus und laden Sie zu einem Ausflug nach Ober- und Niederbecksbach ein. Wenn wir dem SR-Regionalprogramm aus dem Mai 1962 glauben dürfen, gab es damals drei Becksbachs. Das einfache Becksbach, früher Mittelbecksbach und eben Ober- und Niederbecksbach. Die beiden letzteren kamen 1962 in Ortsbildern zu Ehren, mit denen das SR-Fernsehen damals viele saarländischen Gemeinden zum ersten Mal überhaupt in lebenden Bildern vorstellte. 586 Hektar Gemarkungsfläche umfasst diese am Fuße des Höcherberges liegende Gemeinde. Weithin bekannt ist das Volluch genannte Naturschutzgebiet mit idyllischen Weihern. Mit über 250 Land-Merino-Schafen besitzt die Gemeinde die größte Herde im Kreis Homburg. Landesschäfermeister Emil Rümmele ist 63 Jahre alt und bereits 40 Jahre Schäfer in Oberbecksbach. Aber nicht nur die Schafzucht machte den Ort bekannt. Oberbecksbach hat 22.000 Obstbäume und gehört damit zur größten Obstanbaugemeinde des Kreises. Bald wird hier die Bundeswehr Kasernen und einen Truppenübungsplatz bauen. Damit wird Oberbecksbach Garnison. Dieses moderne Schwimmbad mit Mehrzweckbecken und Umwälzanlage liegt bei der Hochwiesmühle und wurde 1957 eingeweiht. Hier wird wieder eine neue Straße gebaut. Dort steht bereits eine fertige Bergarbeitersiedlung, die zusammen mit einer zweiten insgesamt 82 Wohnhäuser umfasst. Oberbecksbach liegt in der Mitte zwischen Frankenholz und Becksbach und hat ganz vorzügliche Omnibusverbindungen. Täglich passieren 230 Busse den Ort und bringen Bergleute und Fabrikarbeiter zu ihren Arbeitsstätten im Raum Neunkirchen und Homburg. 11% der 4.400 Einwohner sind Beamte und Angestellte und nur noch 1% betreiben die Landwirtschaft. Oberbecksbach, das 1310 erstmalig erwähnt wird, ist eine ehrgeizige Gemeinde und tut viel zur Verschönerung des Ortsbildes und zur Förderung des Fremdenverkehrs. Vom gepflegten Friedhof blicken wir zur neuen evangelischen Kirche, die 1959 eingeweiht wurde und etwa 500 Sitzplätze hat. Eine Orgel ist leider noch nicht vorhanden. Der Turm ist 26 Meter hoch. Und das ist der Turm der katholischen St. Barbara-Kirche, Grundsteinlegung 1933. Der Altar mit dem Holzkruzifix wurde 1956 geweiht. 1960 fand die Weihe des Nebenaltars statt. Das ist die alte Volksschule. Bald wird die neue Schule fertig sein, die auf 18 Klassenräume erweitert wird. Und hier noch die 1954 erbaute hauswirtschaftliche Berufsschule sowie der große Sportplatz der aufstrebenden Gemeinde Oberbecksbach. Niederbecksbach. Idyllisch im Bliestal eingebettet liegt die 700 Hektar große Gemeinde Niederbecksbach im Kreis Homburg. Obwohl es hier nur noch etwa 20% Bauern gibt, blieb doch der landwirtschaftliche Charakter des Ortes erhalten. So begegnet der Besucher des 1.100 Einwohner zählenden Dorfes noch vielen Tieren, die anderswo leider aussterben. Es sind vor allem die Pferde, die immer mehr durch die fortschreitende Technisierung unserer Zeit und durch die Motorisierung verdrängt werden.
Ein Niederbexbacher Bäckermeister züchtet diese edlen Pferde für den Reit- und Turniersport. Auch die Kinder wachsen mit den Tieren auf und werden dadurch zur Tierliebe erzogen. Die Stallungen sind gepflegt und man sieht, wie sich alt und jung sauwohl fühlen. Das Ortsbild macht einen gepflegten Eindruck dank der tüchtigen Hausfrauen, die nicht nur freitags Hausputz halten. Das war das alte Schulhaus. In der neuen Schule werden zurzeit 110 Kinder beider Konfessionen unterrichtet. Niederbexbach wurde um das Jahr 1100 erstmals urkundlich genannt. Aus den alten Namen Bittinesbach, Bütinsbach entwickelte sich über Betschbach der heutige Name Bexbach. Welches von den drei Bexbach gemeint ist, lässt sich nicht mehr feststellen. Die Niederbexbacher glauben natürlich, dass die erste Siedlung mit ihrem Ort identisch ist. Im Mittelpunkt des Dorfes die 1909 neu erbaute Jakobskirche. Dem Turm gegenüber steht als Kuriosum ein Glockentürmchen der katholischen Gemeinde, die allerdings noch keine eigene Kirche hat. Bilder einer bäuerlichen Welt, die inzwischen untergegangen ist.